Hallo und herzlich willkommen zurück mit eurem BlackRafter737 zu Minecraft PE. Heute nehme ich meine erste wirkliche Minispielrunde auf einem Server auf. Nämlich heißt der Server Mineplex und ich spiele das Minispiel Mob Area. Ich kann euch einmal das Spielprinzip erklären. Das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach, denn hier spawnen einfach immer neue Mobs und dein Ziel ist es, die Mobs zu töten. Und am Ende der Letzte zu sein, der überlebt. Deine Teampartner, also quasi hier andere Spieler, darfst du nicht schlagen. Und jedes Skelett, Zombie oder Zombie-Pigman hinterlässt einen Goldnugget. Und mit diesen Goldnuggets kannst du dir hier neue Ausrüstung holen. So, dann können wir jetzt auch gleich mal loslegen. Wir fangen mit einem Zombie an. Jetzt kommt Zombie-Pigman. Zombie-Pigmen sind hier die stärksten Monster, eigentlich. Aber ich finde, dass die schwierigsten Monster, die halt am schwierigsten zu töten sind, einfach die Babys sind, weil die immer so schnell sind und einfach dermaßen nerven, auch wenn du wegrennst. Falls es jetzt manchmal ein bisschen buggt, das ist nicht so schlimm, weil das halt nicht so oft passiert. Nur, ja, buggt es halt manchmal. So, gehen wir nochmal einmal auf den hier. IP vom Server, also von Mineplex, findet ihr einmal unten in der Beschreibung. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Auf diesem Server gibt es viele coole Spielmodi, Survival Games und sowas. Ich finde den Server speziell sehr, 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 sehr cool. Zusammen mit lbsg.net und da spiele ich auch am meisten drauf. Diese kleinen Skeletons sind ja auch nervig. Weil die halt immer mal den blöden Bogen schießen. Ich benutze den Bogen nie, weil er einfach nichts bringt, keinen Schaden macht. Und man sowieso mit dem Schwert viel besser dran ist. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas spielt hier, so wie Mob Area, dann solltet ihr euch hier nicht am besten so in die Ecken stellen. Weil dann manchmal spawnen halt neue Monster und spawnen die direkt dahinter dir. Und das ist halt nicht so gut. Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, euren Teampartnern zu helfen. Meinem helfe ich mir hier jetzt gerade auch, weil wir zusammen den Zombie killen. Ja, schön. Den Zombie auch. Die meisten laufen immer halt vor diesen kleinen Zombies weg, weil sie halt nervig sind und immer an einem hinten dranhängen und so schnell sind. Weil sonst, wenn deine Leben regeneriert werden, da kannst du auch einfach weglaufen, bis dein Leben regenerieren, weil deine Hungeranzeige hier, die geht nie niedriger, weil du halt sonst kein Leben regenerieren kannst und es hier kein Essen gibt. Nee, das will ich gar nicht. Hier ist mein Inventar. Wir haben am Anfang eine komplette Lederrüstung hier und einen Bogen mit 32 Pfeilen. Ich benutze immer mein Steinschwert am Anfang, kaufe mir danach ein Diamantenschwert und danach eine komplette Diamantenrüstung. Also zuerst dann einfach ein Diamanten-Chestplate, danach eine Diamantenhose und danach einen Diamantenhelm und danach einen Diamantenstiefel. Ich weiß jetzt schon wieder, hinter mir noch ein Zombie. Tschüss. So. Ich finde dieses Minispiel sehr cool, weil man hier keine Teampartner killen soll, sondern einfach nur Monster. Und deswegen nehme ich hier auch gerade auf. Weil ich einfach es nicht so gut finde, wenn man aufnimmt und dann halt die anderen Spieler killt. Das finde ich, wenn man noch so ein kleiner YouTuber ist wie ich, dann sollte man das noch nicht so machen. Gleich mit so runden Survival Games anfangen. Und deswegen spiele ich jetzt hier erstmal ein Spiel, wo man andere, naja, die gerade am Tablet sitzen, nicht killen muss, sondern einfach nur aus dem Computer erschaffene Monster. So, jetzt könnten hier auch ruhig mal neue Monster spawnen auch gerade. Vielleicht habe ich 20 Gold Nuggets, dann kann ich mir ein Diamond Sword kaufen, also ein Diamantenschwert. So, töte ich noch einmal das Skelett, wenn ich es überhaupt schaffe. Jetzt ist hier schon wieder eine ganze Schar Zombie-Pigmans hinter mir her. Dann solltet ihr einfach am besten weglaufen und euch zwischendurch immer mal umdrehen und mit dem Steinschwert einfach draufhauen.
So, zum Beispiel. Tisch, 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 tisch. Weil ich habe jetzt gerade nur noch 3 Herzen und dann laufe ich halt immer weg. Weil man sonst halt gleich tot ist und es dann keinen Spaß macht. Weil wenn du zum Beispiel nur mit einem anderen noch drauf bist, dann macht das eigentlich keinen Sinn, weil dann hinter dir ist dann eine ganze Schar her. Und deswegen würde ich halt auch manchmal wegrennen. Das ist jetzt nicht, als ob man dann ein Feindling wäre, sondern das ist dann so, als ob man... Okay, jetzt bin ich tot. Ja. So läuft das, wenn man es nicht macht. Jetzt habe ich es einmal eine Runde mit euch gespielt. Und jetzt stößt es sowieso wahrscheinlich gleich wieder ab, wo er hier gerade schon gebackt hat. Und deswegen würde ich mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.